Remmler verletzt, Grobe droht gar Invalidität. Auch bei den Münchnern, deren Kapital stets die Bank war, tauchen inzwischen Namenlose dort auf. Die Bayern in Rot von links nach rechts. Die Münchner wollten Saarbrücken zunächst offensichtlich einschläfern, ließen es langsam angehen, bedächtig, versuchten es mit dem Bayernkreis. Solche langen Pässe selten und selten auf solche Szenen, in denen Saarbrücken kompromisslos dazwischen sind. Wolfgang Seel, der Älteste mit 37, Muntovila, der Mann aus Zaire. Die erste Möglichkeit für den ersten FC Saarbrücken durch Eckhard Hönscheid, der eine Ecke erzielte. Bei den Bayern kein Kräfteverschleiß zu merken nach den drei Freundschaftsspielen der letzten Woche, die ihm 325.000 Mark einbrachten. Verbi mit dem Auge für den Mitspieler. Aber Rummenigge scheitert an Heim. Das Spiel der Münchner zunächst ganz auf Sicherheit bedacht, aber dann kommen sie plötzlich, diese blitzschnellen Aktionen nach vorne, mit denen der Gegner manchmal gar nicht zu rechnen scheint. Lothar Matthäus, Nachtwey und Dieter Hoeneß. Und die Latte bewahrte Saarbrücken vor einem Rückstand. Das war in der 12. Minute. Der Saarbrücker Ludwigspark ausverkauft mit 38.000 Zuschauern, die dem ersten FC 450.000 Mark brachten. Doch das blieb lange der einzige Grund zur Freude. Die nächste Möglichkeit schon wieder für die Bayern durch Matthäus, Hallmann und Puczynski klären da gemeinsam. Dieter Hoeneß war leicht angeschlagen. Das war in der 25. Minute. Ein Gewitter zog über Saarbrücken. Der große Regen begann. Doch das schien erst recht das rechte Bayernwetter zu sein. Das Spiel eine Kopie vom 1:0 in Schalke. Viele Chancen für die Münchner, wie hier durch Eder. Aber es gab kein Tor. Die Aktionen der Bayern durch Mittelfeld und Abwehrspieler von den Stürmern war fast nichts zu sehen heute. Die Saarbrücker, bei denen Mohr, Schnier und Zahn weiter fehlten, ganz, ganz selten nur so gefährlich wie hier. Wolfgang Seel und Winkelhofer klärt zur Ecke völlig unbedrängt. Kaum gute Sturmaktionen des ersten FC. Die nächste Szene war dann die letzte, die ein Saarbrücker-Fan sah, dieser Schuss von Matthäus, denn in seinem Geschäft war gerade eingebrochen worden. Er wurde nach Hause gerufen, 0:0